in dem Schmelzofen die Rebar-Frames herzustellen. Warum bin ich da gerade runtergefallen? Schon wieder. Wegen meiner Hitze? Achso. Deswegen wahrscheinlich. So. Alles Element. Und Rebar-Frame 60 Stück. Klingt ein wenig übertrieben. Ist es aber nicht. Ah, hops, du brauchst noch Sand. Und ganz viel Concrete Masks. Blub. So, dann mehr Pfeile. Licht, hurra. Licht ist schon aus, okay. Du, gib mir Kaffee. Da kannst du mal aus, damit ich nicht blind werde. Dankeschön. Du kriegst schon mal mehr Stein für später irgendwann mal. Rebar Frame brauchte nur Zementmix und Holz, glaube ich. Ist irgendwie schade, dass das mit der Haupttür jetzt nicht mehr da ist. Das wäre irgendwie doch recht praktisch, hier auch noch raus zu können. So, alles jetzt zwei Felder hoch als erster Schritt. Es wird nicht... Was? Es wird nicht reichen, wenn die Horde kommt, weil die kann trotzdem rübergehen, aber es bleiben halt ein paar hängen. Und das ist dann schon mal ganz nett. Nächster Schritt wäre dann einmal komplett drei rum, aber da, bis ich so viel Zement habe, das wird bestimmt bis zur nächsten Horde dauern. Hey! Auf mich zu pieksen. Der Spike denkt sich, hör auf, in mich reinzulaufen. Boom. Das Ding sollte ich dann anders machen, das weiß ich auch. Wenn es soweit ist. Und ich muss unbedingt Yucca-Zeug sammeln für Abkühlung. Schon ist der Zementmix wieder alle. Aber ich kann wenigstens einmal außenrum die Holzverschalung, wo das Ganze dann reingekippt wird, machen. Kostet ja auch jeweils 10 Holz, aber es sollte hinkommen. Wir haben schon wieder 11. Das geht viel zu schnell. Oh, wenn ich sowas sehe, muss ich auch immer gleich eingreifen. Zu stark beschädigte Spikes. Das wäre dann schade um das Eisen, wenn sie zerstört werden. Pum, 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 pum. Oh ja, die hier zum Beispiel. Die da alle. Haben sie ja wacker gehalten in der Horde, muss man schon sagen. Deswegen werden die hier auch mal ein bisschen... Ah, komm, aufgemotzt. So, habe ich noch normale Spikes? Jo. Die müssen unbedingt... Rap. Das wird später ein Problem. Wenn ich mal wirklich runterfallen... Ja. Sollte. Wie ich denn wieder rauskomme? Also ich werde dann wahrscheinlich einfach Frames unter mich setzen und dann... Ne? Also wurden Frames irgendwo in die Ecke setzen und dann raufklettern. Aber im Panikmodus kann das schon echt übel enden, denke ich mal. So, rum, rum, rum. So, so rüber und zeig dir, was du alles Schönes gemacht hast in der Zwischenzeit. Gib mir mehr Zement. Und du 135 Stück, das wird nicht lange halten. Aber ne, alle Anfänge sind klein. Hier wollte ich nichts mehr machen. Muni, stimmt. Blei. Schmeiß mal das Blei da rein. Messing müsste ich in die Tage in der Stadt looten. Aber das mache ich erst, wenn ich... Mache ich erst, wenn ich genug Pfeile habe. Oh, Flugzeug, Flugzeug. Da. Hm.
Okay. Südwest und ein so ein Ticken nach rechts. Eher Richtung West. Bin mir gar nicht sicher, warum ich da jetzt überhaupt hinlaufe, weil erstmal habe ich ein total volles Inventar. Ich bin überhitzt. Ich habe zu Hause sehr viel zu tun. Ich habe das Dach offen gelassen und ich brauche wahrscheinlich davon nichts. Aber die Chance, dass da irgendwelche Submachine-Teile oder Orga-Teile oder was auch immer drin sind, ist dann doch zu verlockend. Oder Rezepte. Für ein Crossbow zum Beispiel als Bogenersatz. Wenn ich mal nicht so viel Munition ausgeben möchte. Das sieht gut aus. Oh, jetzt ist es weggeglitscht. Okay, hinter dem Haus bei dem großen langen Baum ohne Blättern. In der Richtung weiter. Ja, Haus vorbei. Da ist der Baum. Baum vorbei und hier müsste es gleich gelandet sein. Hier müsste es gleich gelandet sein. Nope, das ist ja. Nee, das ist nur ein Haufen Ziegel. Ja, Stamina geht gut runter wegen der Hitze. Oh, da ist es. Okay, dann mach mal hier die Bedrohung weg. Was? Lebst du noch? Lebst du noch? Nein. Hasmatz. Was? Radiation 12. Das ist neu, oder? Ich denke schon. Und SMG-Receiver. Super. Was ist das? Scrap Gloves. So, ich muss jetzt wieder dich weg, dich weg. Wobei, Pika brauche ich eh nicht. So, Splatter. Nochmal Drogen. So, was war das jetzt hier? Scrap Boots, Scrap Leg Armor, Scrap Chest. Das komplette Set, was ich denn basteln kann. Read. Sehr gut. Brauche ich wahrscheinlich auch ein bisschen Metall, wenn ich das mache. Ja? Das ist kein Metall. Scrap Chest Armo. Brauch Leder und Duct Tape. Ja. Scrap Iron Clothing provides good protection against concussive and puncture damage, but will not keep you warm. Ja, das ist absolut kein Problem in der Wüste. Das, damit kann ich arbeiten. Ich will mit Teil habe ich dabei. Steck das mal zusammen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Es wird eher am Ledersammel mangeln. Das heißt, ich muss Augen offen halten nach ordentlichen Autos, Ledercouch und so weiter. Ich sollte jetzt aber schon wieder Richtung nach Hause. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Weil bei der Submachine Gun habe ich, glaube ich, hier schon ein anderes Teil zu Hause. Also habe ich jetzt zwei Teile von möglichen, wie viel auch immer. Ich kann es leider noch nicht herstellen. Dich? Repair Military Fiber. Machst du kalt oder machst du warm? Du machst warm, das ist nicht gut. Bleibt also erstmal weg. Ja, ich mache mich jetzt so halbwegs auf dem Weg nach Hause. Unterwegs noch ein bisschen Eisen sammeln. Und ich denke, heute Nacht werde ich dann wieder in der Mine verbringen. Ich musste nur ein bisschen essen, ein bisschen trinken mitnehmen. Weil das wäre eventuell noch knapp geworden. Dann Holz zum Eingang absichern und genug Platz. Genug Platz für das ganze Zeug. Ich könnte auch einen Schmelzofen da herstellen. In der Mine. Wo die ganze Nacht über einfach nur Metall, Quatsch, Stein eingeschmolzen wird. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal gucken. Brauchte ich nur so einen Blasebalg für, ne? So ein Bowhorde. Hab ich schon gesehen?
Hoff mal nicht. Lauf, 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 lauf. Ups. Wie ich immer wieder bei dem Umspannwerk da vorbeikomme. Die werden hinterherkommen. So, also schön. So, wir haben es 15 Uhr. Mehr als genug Zeit noch für heute. Das heißt, jetzt mache ich mich dran, die Scrap Armor einmal zu bauen. In der Hoffnung, dass ich genug Leder habe. Und wenn nicht, dann bastel ich weiter an den Verteidigungsanlagen. So, und ich nehme mal ein bisschen Yucca mit wegen Abkühlen. Obwohl ich das Gebiet hier jetzt schon mehrfach abgegrast habe danach. Ne? Da ist noch ein bisschen was. Schade, dass man Yucca nicht anpflanzen kann. Kann man doch nicht, oder? Ich glaube nicht. Da ist noch was. Damit. Ja, damit. Yucca Juice. Gib mir Yucca Juice. Oh. Hab ich Zementmix dabei? Das da unten ist ganz schön stark beschädigt. Hat mit am meisten mitbekommen, ne? Was mich ein wenig wundert, dass die untere Reihe mehr Schaden bekommen hat als die zweite Reihe. Aber es kann sein, dass die zweite Reihe da noch gar nicht fertig war. Boah, viel, viel mehr Zementmix. Allein schon beim Reparieren geht das tierisch viel drauf. Das muss alles aushärten. Autsch, okay. Hier abkürzen nicht unbedingt die beste Idee. Ja. Oh, okay. Hoch, hoch. Was wollte ich jetzt drin? Genau, gucken wegen Leder, wegen der Rüstung. Und die Waffenteile. Oh, das war auch nicht die Submachine Gun. Was soll's, du damit hin? Hasmazu kommt mit zu den Rüstungsteilen. So. Du bekommst wieder Scrap. Brauch unbedingt mehr Steel Arrowheads. Oh ja, das schaut schön aus. 51 Stück. Du kommst mit für Zementmix. Concrete Mix, Entschuldigung. So. Und jetzt Leder. Leder, 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 Leder. Du, wir. Oh, das ist ordentlich viel. Zeig her, Rüstung. Scrap. Oh, am Duct Tape könnte es scheitern. Da bräuchte ich dann Knochen für, die ich dann weiterverarbeite. Wie viel Duct Tape haben wir? 7 Stück. Ja. Okay. Nee, da. Klebe und die anderen Fiber zusammen konnten ja auch noch was machen. So, und Steine. Jetzt doch wirklich genau langsam. Dahin, dahin, dahin. Die Rebar-Frames jetzt hier auch noch gleich. Du kannst da bleiben. So, Stofffetzen. Um mehr Duct Tape zu machen. So, also gib mir bitte Duct Tape Max Go. Und jetzt wieder Scrap. Okay, fang an mit Scrap. Welche Rüstungsteile habe ich schon? Handschuhe fehlen mir und Füße. Mach mal Armor.